Graffitis können schön sein. So wie an der im Jahr 2015 von der Stadt Ide Oberstein angelegten Graffiti-Wall entlang der ehemaligen B41 am gefallenen Felsen. In einem Workshop, der durch das städtische Jugendamt gefördert wurde, sind diese Motive entstanden. Weniger schön und schon strafbar sind diese Art von Graffitis. Überall in Ide Oberstein findet man an den Wänden von leerstehenden, noch genutzten Geschäftshäusern oder auch an Privatgrundstücken Graffitis, die das Stadtbild verunstalten. Sogar vor den Motiven an der Graffiti-Wall wurde kein Halt gemacht. Unter dem Motto Graffiti und Me hat die Stadt Ide Oberstein mit der Malerinnung im Kreis Birkenfeld eine Taskforce gegründet. Durch gezielte und schnelle Handlung soll der Vandalismus durch farbige Schmierereien eingedämmt werden. Es gibt viele Schmierereien in der Stadt an leerstehenden Gebäuden und man hat gemerkt, es wird immer mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt handeln. Und viele Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen ein sauberes Ide Oberstein. Und das versuchen wir jetzt mit dieser Taskforce auf den Weg zu bringen. Und da kriegen wir schon einiges noch hin. Also, Graffiti Wall hat sehr viel gebracht eigentlich, aber es gibt eine, zwei Gruppen in der Stadt, die meinen, das alles zu zerstören müssen. Auch diese Kunstwerke, die an der Graffiti Wall gemacht worden sind und die einfach nur wild Schmierereien in der Stadt Ide Oberstein bringen. Und das kann einfach nicht sein. Diese Leute werden auch verfolgt, weil es ist eine Straftat. Sie werden auch bestraft dazu. Und mittlerweile konnten die Polizei 3 Stück überführen, aber andere sind in Beobachtung. Und da werden wir natürlich auch mit aller Härte gehen, aber auf der anderen Seite auch auf Prävention setzen, den Leuten sagen, liebe Leute, hört auf mit diesem Blödsinn. Wir wollen ein sauberes Ide Oberstein. Wir als Stadt werden Vorreiter sein, werden Aufträge erteilen an die Malerinnung und wir werden anfangen, unsere Stadt peu à peu wieder sauber zu machen. Und hoffen, dass viele beteiligen und ein ganz großer Appell an die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie jemanden sehen, der illegal sprüht, zeigen sie ihn an, damit wir eine saubere Stadt Ide Oberstein bekommen. Am 15. April 2016 wurde durch die Malerinnung das Verfahren erklärt und demonstriert. Der Oberbürgermeister hat Kontakt aufgenommen mit unserem Obermeister und stellvertretenden Obermeister. Und daraus haben wir miteinander gesprochen und haben wir ein Konzept auf die Beine gestellt, was heißt Graffiti and Me. Schmiererei ist keine Kunst. Es ist eigentlich gedacht als Scham, aber auch als Schämoffensiv, weil wir wollen nicht mehr heutzutage auf die jungen Leute zugehen und mit Zeigefinger sagen, das darfst du nicht. Die Zeit ist vorbei, wir nutzen Social Media. Wir versuchen auf eine spielerische Art und Weise zu zeigen, dass es besser ist, davon wegzubleiben. Mehr wie 50% von Schmierereien werden verursacht von Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren, männlich, und sind damit sehr schwer greifbar. Wenn aber wie immer ein Jugendlicher Täter gefasst haben, dann würden wir auch gerne einladen, seine eigene Schmiererei mit uns gemeinsam zu entfernen. Demonstriert wurde die Graffiti-Beseitigung unter anderem am Treppenaufgang zum Herdi-Gebäude und an der Gebäudefassade selbst. Angewendet wird ein Verfahren, welches die Grundsubstanz der Gebäude schont. Also wir benutzen ein System, das heißt, das System besteht aus 5-6 Reinigern, abgestimmt auf die verschiedenen Untergründe. Diese Reiniger werden aufgetragen, mit einer gewissen Einwirkzeit belassen und dann wird es im ersten Reinigungsgang mit heißem Wasser abgereinigt. So. Man sieht dann noch leichte Schatten, dann wird man nochmal mit einem Shadow-Entferner nacharbeiten, also es sind 2-3 Arbeitsgänge, bis die Materialien wieder sauber sind. Es gibt also die verschiedensten Reiniger für verschiedene Untergründe. Ich kann auf einem metallischen Untergrund mit einem hochalkalischen Reiniger arbeiten, der aber zum Beispiel für Naturstein das Optimale ist. Also jedes Mal wieder die Auswahl. Deshalb sind unsere Leute jetzt gestern geschult worden, theoretisch den ganzen Tag und heute praktisch am Objekt.
In 3 bis 4 Wochen soll die schnelle Einsatzgruppe Farbschmierereien innerhalb von 48 Stunden entfernen. Dank Unterstützung von Sponsoren wird ein ehemaliges Feuerwehrauto angeschafft und für diese Zwecke umfunktioniert. Dieses hat Wasser, eine Stromversorgung und Reinigungsgeräte gleich mit an Bord. Über ein Formular kann bei der Polizei dann direkt Anzeige erstattet und ein Auftrag an die Malerinnung erteilt werden.